Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. Dieses Mal machen wir was Ähnliches wie letztes Mal, auch wieder irgendwelche Sachen, die dann ausgeführt werden, wenn was wahr ist. In diesem Fall geht es um das Switch-Case-Statement, also erstens mal ein Switch und dann habt ihr hier einen Wert, den ihr irgendwie vergleichen wollt, also zum Beispiel eine Zahl. Also sowas wie, sagen wir mal, hier oben ist ein int i gleich 5. So, und jetzt habt ihr hier switch. Und zwar, ihr switcht über eine Variable, in diesem Fall i. Dann macht ihr eine geschweifte Klammer, so. Und hier rein kommen dann die Case Statements. So, die Case Statements sind ein bisschen komisch von der Syntax her. Zunächst einmal muss hier Case hin. Und dann, was ihr haben wollt als Konstante, also was ihr vergleichen wollt. Ihr sagt quasi, wechsle je nachdem, was für einen Wert i hat. Falls es eine 0 ist, passiert das hier. Falls es eine 1 ist, passiert das. Und so weiter und so fort. Falls es eine 5 ist, passiert das hier. Und wenn wir nicht den Fall abgedeckt haben, den es hat, dann machen wir noch ein Default. So. Also, wenn es 0 ist, dann passiert das, was jetzt hier kommt. Wenn es 1 ist, passiert das, was hier drin steht. Und wenn es 5 ist, passiert das, was hier drin steht. Und ansonsten, wenn wir den Wert nicht abgedeckt haben, zum Beispiel wenn es i gleich 2 oder 3 wäre, dann passiert das, was im Default-Block drin steht. Und den Default-Block braucht man nicht unbedingt. Wenn ihr keinen Default-Block reinschreibt, dann wird einfach nichts ausgeführt, wenn ihr es nicht abgedeckt habt. Also es gibt keinen Error oder sowas. Ich werde jetzt einfach mal hier in Console-WriteLine reinschreiben, das habe ich mir gerade noch kopiert gehabt. Unknown für nicht bekannt sozusagen. Und genau, was ihr jetzt allerdings braucht, damit diese Dinger hier vernünftig funktionieren. Ich schreibe hier gerade mal noch eine 5 rein. So, jetzt kopiere ich das alles mal hier hoch. Das ist eine 0. Und das ist eine 1. So, und jetzt setzen wir mal diesen Block auf 5. Ich glaube, es warnt uns schon. Schade. Ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn man es so lässt. Ja, also scheinbar hat sich mittlerweile C# abgesichert dagegen, dass man es nicht mehr aus Versehen vergisst. Finde ich eigentlich schade. Es war ziemlich cool. Ja gut, dann zeige ich euch, was passiert, wenn man es hier komplett rauslässt. Also hier sagen wir einfach mal gar nichts. Und hier schreiben wir solche Breaks rein. Und diese Breaks sagen sozusagen, okay, wenn wir hier sind, dann springen wir aus der Switch-Schleife raus. Das heißt, wir unterbrechen sie, deswegen Break. Und wenn wir bei diesem Break angekommen sind, dann springen wir hier direkt zu unserem Console-Read-Key. Das heißt, wir sind danach fertig. Ja, nicht mal mehr das geht. Schade, echt. Okay, also früher konnte man, scheinbar jetzt nicht mehr, ich weiß nicht wieso. Konnte man diese Switch Cases so überlisten, dass man sagt, okay, wenn hier 0 war und ich aber dasselbe machen wollte, wie wenn es 1 ist, dann habe ich einfach nichts reingeschrieben, auch kein Break und dann wurde automatisch das nächste ausgeführt, was jetzt scheinbar nicht mehr funktioniert. Egal, jetzt starte ich einfach mal und wir sehen, okay, es wird automatisch die richtige Nummer gewählt und es wird 5 ausgegeben, so wie wir es hier hingeschrieben haben. Jetzt kann ich natürlich hier auch wieder so viel Code reinpacken, wie ich möchte vor diesem Break. Achtung, was nach dem Break steht, wird nicht mehr ausgeführt. Und ich kann hier natürlich auch so viele Cases, wie ich will, reinschreiben. Ich kann dann auch natürlich noch mehr Switch Cases hier reinschreiben oder weitere Ifs oder was auch immer ihr da haben wollt. Das kann man so kombinieren wie die Ifs auch. Genau. Was im Prinzip hier passiert, ist ein Vergleich mit Gleichheit, also dieses, was ich euch gezeigt habe, bool i gleich gleich. Und dann, was hier eben steht, also diese 0, 1, 5 oder else. Im Prinzip ist es nichts anderes wie eine if-else und ein bisschen komfortabler geschrieben. Also ihr habt quasi dasselbe als if-else, wenn ihr schreibt if i gleich 5, gleich 0, dann machen wir das, was hier drin steht. Und else if, ups, upsala, was habe ich denn jetzt gemacht? Else if
i gleich 1, dann machen wir das und so weiter bis zu dem Default. Und der Default-Block ist sozusagen der else-Block. Also else if i gleich 1, dann haben wir das hier. Ich erkläre es euch jetzt trotzdem ganz kurz. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen öde ist, aber vielleicht für die tatsächlichen Neuanfänger von der Programmiersprache ist es wirklich spannend. So, und dann haben wir den else-Block und da wird reingeschrieben unknown. Okay, so, also die zwei Schleifen hier, dieses Switch ist absolut gleich mit diesem if-Teil hier. Und zwar prüfen wir, wenn i gleich 0 ist, also sagen wir hier Switch über i, falls es 0 ist, das ist genau dasselbe wie das, was hier steht, dann geben wir console.writeLine 0 aus, das hier. Und hier müssen wir halt dieses Break hinschreiben, damit wir hier runterspringen. Hier wird es automatisch gemacht in der If-Schleife, im If-Statement. Entschuldigung an alle, die das schon kennen. Es ist keine Schleife, es ist ein Statement, da man es nur einmal ausführt. Ja, ansonsten gucken wir, ist i gleich 1, das wäre dann hier Switch i Case 1. Dann wird das hier gemacht. Hier wird das gemacht, das ist genau dasselbe. Und ansonsten, wenn i gleich 5 ist, das wäre dann der Fall hier. Und der Default-Fall, also was ansonsten ist, wenn wir i noch nicht gefunden haben bis hier, das wäre dann der Else-Fall, der ansonsten immer aufgegriffen wird. Dann passiert genau das hier, nämlich es wird unknown in die Konsole reingeschrieben und hier passiert das. Genau, also die sind im Prinzip gleichbedeutend. Ich persönlich bevorzuge die If-Statements, weil man damit auch noch mehr machen kann, denn Bools gehen hier nicht so richtig. Ja, also man kann bei den Ifs ein bisschen mehr kombinieren, aber die Switch Cases sind in manchen Fällen deutlich übersichtlicher, wie zum Beispiel jetzt hier. Also ich weiß nicht, hier kann man es besser lesen als hier oben wahrscheinlich. Ist Geschmackssache, aber ich wollte es euch mal zeigen, vor allem wenn ihr Code lesen müsst oder sowas, dann ja, werdet ihr auf jeden Fall mal auf den Switch stoßen und da solltet ihr das kennen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und das nächste Mal geht's weiter mit echten Schleifen. Keine Statements, die sich als Schleifen manchmal tarnen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.